Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid und einen wunderschönen guten Morgen. Hinter mir liegt gerade ein toller Sonnenaufgang und ich befinde mich auf der Halde Haniel zwischen Bottrop und Oberhausen. Ich habe schon ein paar schöne Drohnenaufnahmen gemacht, die ich euch gleich zeigen werde. Und wir bewegen uns wieder in meiner schönen Reihe, die besten Fotospots im Ruhrgebiet. Viel Spaß! Auf den Gipfel führt der Kreuzweg mit Stationen mit biblisch geprägten Bildern und Texten zum Leidensweg Jesu Christi und Gegenstände und authentische Werkzeuge aus der Zeche Prosper Haniel. An der Station 7 steht ein großes Holzkreuz mit Altar auf ca. 156 Meter Höhe. Das Kreuz wurde zum Besuch des Papstes Johannes Paulus II. Am 2. Mai 1987 von Auszubildenden des Bergwerks aus Grubenholz gefertigt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen rauf sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch die anderen Folgen von den besten Fotospots im Ruhrgebiet nicht. Bis dann, tschüss. Falls ihr eigene Vorschläge oder Wünsche habt, was ich hier in dieser Reihe mal zeigen soll, zu den besten Fotolocations aus dem Ruhrgebiet, so schreibt mir das gerne unten in die Kommentare.